Herr Stoknenko steht noch vorne und sammelt die letzten Schäfchen ein, die die Treppe hochkommen, sind ja auch aufgemalt da. Ja, wir fangen hier jetzt einfach schon an. Es ist 10 vor 1. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Jetzt können wir uns gut gestärkt dem Thema Big Data und Verantwortung widmen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Frau Professor Dr. Jutta Weber. Solange Sie auf die Bühne kommen, erzähle ich noch kurz was über Sie. Sie sind Technikforscherin, Philosophin und Medientheoretikerin und Professorin für Medienwissenschaften an der Universität Paderborn. Sie haben Philosophie und Politikwissenschaft studiert, und zwar in München und in Tübingen und in Bremen promoviert. Und Sie forschten unter anderem in Uppsala, in Wien und in Braunschweig. Forschungsschwerpunkte sind Medien, Kultur und Gesellschaft, Technikforschung, Medientheorie, Surveillance and Critical Security Studies sowie Gender Studies. Und damit sind wir bei den schönen englischen Begriffen, die auch in Ihrer Keynote, sie trägt nämlich den Titel, Sie sehen es hier, The Fear of Not Being Watched, Big Data, Social Media Surveillance and Techno Security. Sie beschäftigen sich also mit der Frage, welche verführerischen Aspekte hat Big Data? Ja, wir freuen uns auf Ihre Keynote. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und eigentlich hat die letzte Diskussion mir schon noch ein Stichwort, vielleicht auch zur Erklärung, worum es mir heute geht, gegeben, als die Diskussion aufkam, böse oder gute Big Data. Als Technikforscherin gehe ich davon aus, dass Technik nicht neutral ist. Das heißt, wir haben nicht die guten Anwendungen und die bösen Anwendungen, sondern sie sind einfach immer gesellschaftlich relevant. Das kann in unterschiedlichen Gesellschaften auch unterschiedlich aussehen, aber ich würde sozusagen davor warnen, entweder einem Technikdeterminismus im Sinne von böse Big Data oder auch gute. Also auch Heils- und Untergangsgeschichten sind sehr beliebt, auch medial wunderbar, funktionieren medial wunderbar. Big Data heilt Krebs, Big Data sorgt für die Ziele von tödlichen Drohnenangriffen. Also sie haben ein riesiges Spektrum. Und vielleicht, um es einfach mal runterzuholen, wir alle haben eine Geschichte von 100 Jahre Auto. Auto. Auto heißt Krankenwagen. Sie können damit wunderbare Sachen machen, heißt aber auch, die Technologie hat den Panzer ermöglicht. Worüber uns wir womöglicherweise nicht streiten müssen, dass die Technologie des Autos unsere Gesellschaften in den letzten 100 Gra Jahren grundlegend verändert hat. Einfach nur mal so als Statement, weil das so am Schluss noch mal so aufleuchtete. Es gibt Gefahren und Schwierigkeiten, aber ich glaube, es führt nicht viel weiter, wenn man sie im Sinne von einzelnen Anwendungen von Big Data diskutiert, sondern nochmal den Rahmen ein bisschen größer öffnet und auch guckt, was ist immanente Logik von Technologie und vielleicht auch, was sind gesellschaftliche Bedürfnisse, Anwendungen, Wünsche, Visionen. Das ist nicht immer einfach. Ich werde Ihnen jetzt ein bisschen Theorie zumuten und ich hoffe, Sie haben ein bisschen Geduld diesbezüglich mit mir. So, was mich interessiert, Frau Volkmann hat das schon angedeutet, ist, wir hatten ganz lange Debatten und ich habe mich das natürlich auch selber gefragt im Zuge der Snowden-Enthüllungen, warum fangen die User nicht an, ihr Verhalten umzustellen. Ich habe so ein bisschen geschmollt, weil ich habe, glaube ich, vor 5 Jahren mal angefangen, meine E-Mails zu verschlüsseln. Das führte dazu damals, dass ich genau zwei Personen kannte, mit denen ich E-Mails austauschen konnte, auch um nochmal auf diesen Netzwerkcharakter zurückzukommen. Dann habe ich das bleiben lassen. Naja, Sie können sich vorstellen, vor einem Jahr kamen diverse Leute, gerade auch im akademischen Umfeld, die sagten, ich kann jetzt meine E-Mails verschlüsseln. So, das ist die eine Geschichte. Die andere, und das erzählt auch noch mal was über den Hintergrund. Ich glaube, Frau Joost hat erwähnt, dass nach einer Studie von Bitkom 70% der Menschen Angst haben, im Internet zu surfen, weil sie nicht wissen, was mit ihren Daten passiert. Meine Erfahrung, das ist jetzt keine empirische Erhebung, aber meine Erfahrung ist, dass die Leute es fleißig weiter tun. Und wenn ich meine Studierenden frage, wer von ihnen in einem Raum von 50 Menschen schaltet denn überhaupt noch sein Handy aus, dann gehen von 50 vielleicht 3 Hände hoch. Und anderthalb können sie noch abziehen, weil die schon wissen, was Frau Weber von ihnen hören will. Sprich,
deshalb Social Media Surveillance. Da scheint irgendein attraktives, verführerisches Moment in den Social Media und vielleicht nicht nur in den Social Media, das ist lange diskutiert, sondern auch in diesem Aspekt von Social Media Surveillance, vom Wahrgenommenwerden sozusagen im Netz, in der Welle der Daten mitzuschwimmen, scheint da drin zu stecken. Und ich habe mich dann so mit so ein paar theoretischen Ansätzen auseinandergesetzt und hoffe, Ihnen so eine kleine Antwort am Schluss präsentieren zu können. So, nochmal zurück, Überwachung, dass man das auch nicht vergisst. Okay, ich werde hauptsächlich über Social Media Surveillance sprechen, aber das Datenmeer ist viel größer. Das ist auch nochmal eine. Nur so zur Erinnerung, das kennen möglicherweise die wenigsten. Hier haben Sie einen fahrenden Nacktscanner in Bagdad. Das heißt, lange bevor die Nacktscanner oder auch Scanner, je nachdem, an europäischen oder amerikanischen Flughäfen installiert worden sind. Und das ist sozusagen, und da habe ich Ihnen jetzt nur ein Beispiel, weil das ist, glaube ich, klar. Erzähle deine Lebensgeschichte mit einem tollen Profil. Das ist sozusagen die andere Seite. Beides Mal geht es um Sammeln von Daten. Und vor allem, und das wollte ich Ihnen auch noch mal kurz nahebringen, das ist vielleicht auch bekannt, aber vielleicht schadet die Wiederholung auch nicht, dass Big Data sozusagen der primäre Clou von Big Data ist nicht die Masse der Daten, sondern ihre Relationalität. Ups. Big Data is notable not because of its size, but because of its relationality to other data. Due to efforts to mine, data mining, wichtig, and aggregate data, Big Data is fundamentally networked. Its value comes from the patterns that can be derived by making connections between pieces of data about individuals, groups of individuals, and or simply the structure of information itself. Das ist eigentlich der Clou von Big Data. Und jetzt habe ich hier noch was vergessen, was ich auch schön finde. Big Brother ist eine allgegenwärtige Metapher. Rosalind Picard, Entwicklerin von Embodied Conversational Agents, spricht im Zuge von bewusst entwickelten affektiven Technologien wie Embodied Conversational Agents als the pleasing little sister. Und das ist sozusagen das Spannungsfeld zwischen Big Brother and the pleasing little sister, indem man sich hier bewegt. So, Daten werden geclustert, klassifiziert, Profile, Kauf- oder Bewegungsprofile erstellt, Suchanfragen analysiert. Was wichtig ist, diese Ergebnisse werden häufig für Vorhersagen, Hypothesentesting oder auch die Optimierung von Suchstrategien und Marketing verwendet, wie Sie alle wissen, nicht nur von staatlichen Institutionen, sondern auch von Konzernen. Man könnte sagen, und das ist vielleicht noch ein sehr wichtiger Moment, und das finde ich passt sehr gut in unsere Zeit, dass Big Data auch ein Medium der Prämediation, wie das Richard Grusin nennt, also ein Medium der Vorverhandlung und der Vorwegnahme ist. Also es ist ja ganz viel, geht es immer um Antizipation, was wird möglicherweise passieren, um sozusagen Rückschlüsse. Ich glaube, was bekannt wurde, ist Googles mehr oder weniger gute Fähigkeiten, Grippewellen zum Beispiel schneller vorherzusagen als staatliche Institutionen. Aber da kommt dieser Charakter der Vorverhandlung schon sehr deutlich zum Vorschein. Oder wie das, ich finde, semantisch fragwürdig, der Informatiker Alan Kay mal formuliert hat, the best way to predict the future is to invent it. Und da haben Sie sozusagen auch den performativen, also den herstellenden Charakter von Big Data. Big Data ist keine objektive Weltbeschreibung, sondern auch ein Werkzeug und sozusagen ein Tool, das Welten, bestimmte Fakten hervorbringt. So. Big Data soll, wie gesagt, Vorhersagen möglich machen, um neue Bedürfnisse und Märkte zu produzieren, aber auch politische, ökologische und ökonomische Risiken zu minimieren. Und dazu wird dann eben großflächig gespeichert. Nochmal eine kurze Erinnerung. Das will ich jetzt hier überhaupt nicht vertiefen. Das ist auch vorhin schon kurz angeklungen. Das ist durchaus auch einen spannenden Zusammenhang zwischen ziviler Überwachung und militärischer Überwachung gibt.
Dass NSA und andere in großflächigem Maßstab Daten speichern, kann man wunderbar sehen, wenn man sich zum Beispiel, wie ich das unlängst in einem Aufsatz getan habe, mit der Disposition Matrix, also sozusagen der zentralen Kill-List aller amerikanischen militärischen und geheimdienstlichen Organisationen beschäftigt, um dann versuchen, das ist ja immer Trial and Error, weil sie natürlich nicht offizielle Berichte über die Praktiken haben, versuchen herauszufinden, wie denn zum Beispiel Ziele für Drohnenangriffe identifiziert werden. Eins ist das klassische Human Intelligence. Sie haben Leute auf dem Boden, die sagen, hier sind gefährliche Terroristen etc. pp. Unterdessen wird der Großteil dieser Daten nicht mit Human Intelligence, also durch Menschen erhoben, sondern mit Signal Intelligence, was heißt auch über Data Mining. Und es ist keine gute Idee, zum Beispiel, wenn Sie in Waziristan leben, viel mit Leuten zu telefonieren, die auf diesen Kill-Listen zum Beispiel schon sind, weil das teilweise sehr banal quantitativ funktioniert. Da sehen Sie sozusagen wieder einen anderen Effekt. Das ist mehr so eine Fußnote, um, das wurde ja auch angesprochen, daran nochmal zu erinnern, dass das Speichern und Verarbeiten von Big Data da auch nochmal eine ganz andere Dimension hat. Aber wie angekündigt, will ich ja heute über The Pleasing Little Sister und nicht Big Brother sprechen. So, viele, nicht nur ich, Datenschützer, Netzpolitiker, Aktivistinnen haben sich gefragt, warum gehen die Leute, ich will nicht sagen sorglos, aber doch sehr freizügig mit ihren Daten um? Warum schützen sie sich besser nicht gegen den Zugriff? Eins, was ich glaube ich noch erwähnen will, was ich vorher fand, nicht so durchkam, war, es ist nicht ganz so banal, sich gegen diesen Zugriff zu schützen. Es ist sogar ausgesprochen schwierig und nur E-Mails verschlüsseln löst das Problem auch noch nicht. Das ist das eine, aber das andere ist, dass offensichtlich dieses Nutzen, Mitschwimmen, wie ich vorhin gesagt, im Meer der Daten verführerisch ist. Und das ist ja selber, wenn Sie gucken mit dieser Quantified Self-Bewegung zum Beispiel, dass offensichtlich Begehrlichkeiten im Sinne von Suchen, Messen, sehen, was andere tun, also in gewisser Weise diese auch zu überwachen, Strukturierungsfunktionen zu nutzen, dass es diese Begehrlichkeiten gibt. Denken Sie daran, mal eben zu gucken, wer ist auf WhatsApp, wer ist auf Facebook online oder so Programme wie Foursquare oder Places, die Ihnen sagen, wo sich Leute aufhalten. Das heißt, es gibt sozusagen auch zwischen den individuellen Nutzern, sozusagen nicht nur von den großen Organisationen top-down nach unten Überwachung, sondern wir nutzen ja teilweise zumindest diese Überwachungsfunktionen auch recht fleißig, bis hin Eltern, die ihre Kinder tracken oder was sie sich alles vorstellen können. Man mag damit mögliche zukünftige Matching-Optionen, also sie tun sich ja auch immer im Netz darstellen, bedienen oder bestimmte Profile voranzutreiben, Lebenszeichen senden oder auch sozusagen ihren eigenen Gesundheitszustand überwachen, wenn sie sowas wie Fitocracy, also so ein Gesundheits-App benutzen, um dann irgendwie ihre neuesten Leistungsdaten auch noch online zu posten. So, was daran auch nochmal ein Überwachungsmoment ist, und das ist mir auch nochmal sicher zu betonen, das Ganze treibt, was Michel Foucault, französischer Philosoph, als Normalisierungsgesellschaft beschrieben hat, natürlich sehr voran, denn die Möglichkeit, permanent Daten abzugleichen, passiert ganz oft auf der Ebene einer Normalisierungsfunktion. Sie haben ein Diätprogramm, Sie wiegen, wie schwer Sie sind, und dann gibt es einen Body-Index, der Ihnen sagt, ob Sie zu dick sind und was Sie dagegen tun sollten. Dieser Body-Index basiert zumindest teilweise auf einem statistischen Mittel. Das heißt, es gibt eigentlich in diesem Zusammenhang gar nicht mehr, wie Sie das in anderen Kontexten oder auch anderen Gesellschaftsformen haben, sozusagen eine festgelegte Normen und Werte, sondern das statistische Mittel wird sozusagen zum Wünschenswerten, dem man sich versucht anzunähern. Und darin ist eine Normalisierungsfunktion, weil sie versuchen, dem statistischen Mittel sich anzugleichen und das sozusagen durch sowas wie Big Data natürlich auch
noch mal besser funktioniert. Das ist nicht ganz neu, aber es kriegt sozusagen noch mal einen Schub. So, nach wie vor immer noch stellt sich die Frage, aber warum machen die Leute das denn dann so gerne, wenn ich ihnen das hier so negativ beschreibe? Wie gesagt, Optimierungscharakter des eigenen Profils ist sicherlich ein Ding in Zeiten, die ökonomisch immer unsicherer werden und auch Beschäftigungsverhältnisse relativ kurzfristig sind. Das ist sozusagen ein wunderbares Forum, sich selbst darzustellen. Aber was ist denn jetzt sozusagen auch das Attraktive, das ich jetzt erstmal unterstelle? Es gibt dazu unterschiedlichste Ansätze, die zum Beispiel auch von dem Empowerment-Aspekt von Big Data ausgehen, die sagen, das sind sozusagen Formen partizipativer Überwachung und dadurch entstehen neue Formen von Sozialität. In einer beschleunigten Gesellschaft, in der sie möglicherweise immer weniger Zeit für soziale Kontakte haben, ist sowas wie Foursquare, meinetwegen auch Google Glass oder was immer sie sich vorstellen wollen, wunderbar. Sie laufen irgendwo lang, bing, da um die Ecke ist ihre Freundin XYZ, wollen wir nicht zusammen einen Kaffee trinken gehen? Es gibt auch andere Argumente, die sagen, so werden zum Beispiel auch Verbindungen hergestellt und sichere Orte geschaffen. Also so, dass sie sozusagen sich eigene Topologien schaffen, in denen sie sich bewegen. Das sind mögliche Interpretationen. Andere, da muss man vor allem David Lyon, Surveillance Studies Forscher, und Sigmund Baumann, relativ bekannter Soziologe, die davon sprechen, dass diese neue Formen des Social Media Surveillance auf einem Angst vor der Einsamkeit, des Gefühls des Überflüssigseins in der Massengesellschaft reagieren, was ich auch nicht so völlig unplausibel finde, nach dem Motto, sie fühlen sich so einsam in einem riesigen Meer der Individuen meinetwegen, aber plötzlich ist da sozusagen was, mit wir sie permanent korrespondieren können. Sie müssen mal eben wieder aufs Newsfeed von Facebook gucken. Ich musste unlängst, das ist ja nicht wirklich meine Generation, ich kann das Zeug benutzen, aber es ist nicht so, dass mich das persönlich total anzieht. Wenn ich meinen Studierenden zuhöre, die eine Frau sagt unlängst, irgendwann habe ich Facebook total abgestellt. Ich bin morgens, wenn ich aufgestanden bin und ich lag noch im Bett, dann habe ich auf Facebook nachgeguckt und wenn ich abends vorm Einschlafen, habe ich auch noch mal schnell geguckt, was so im Newsfeed da ist. Das sind, finde ich, Phänomene, die man irgendwie versuchen sollte zu erklären. Und was ist sozusagen das Attraktive an diesem permanent angesprochen sein, sich permanent gefragt fühlen, vielleicht auch zu gucken, was machen denn die anderen gerade so genau auf dieser Ebene. Und das ist mir auch noch wichtig, da komme ich gleich noch dazu, nochmal zu sagen, wie weit jenseits von gesellschaftlichen Fragestellen, die jetzt Sigmund Baumann zum Beispiel und David Lyon formulieren, sozusagen als Reaktion auf eine zunehmend sich als Massengesellschaft oder auch als Massengesellschaft konfigurierend, aber auch als Antwort auf so ein Gefühl der Einsamkeit, auch nochmal zu fragen, was ist denn, und das war ja mein Anfang, die immanente Logik der Technologie. Gibt es da auch nochmal was, was da treibt? Was ich ganz spannend finde, das erkläre ich jetzt zwischenrein, damit Sie sich vielleicht vorstellen können, was ich damit meine. Es gibt eine schöne Studie von Taina Bucher, das ist eine norwegische, ich glaube auch Medienwissenschaftlerin, die wollte mal rausfinden, wie der Newsfeed, der Aufsatz ist 2 Jahre alt, wie der Newsfeed von Facebook funktioniert. Kommen Sie natürlich nicht dran. Taina Bucher, nicht dumm, hat letztendlich durch Trial and Error und Tinkering versucht herauszufinden, wie sie es denn schafft, welche News, die sie schickt, wirklich auch in dem Newsfeed landen. Und es wurde ganz deutlich, je mehr zu dieser Zeit, das ist eigentlich eine traurige Geschichte, sie hört ihren Aufsatz damit auf, als er gerade publiziert war, also kurz vorher hat sie noch reingeschrieben, jetzt hat sich der Algorithmus offensichtlich von diesem Newsfeed schon wieder geändert, also von daher ist es schwierig, dem so ein bisschen hinterherzukommen. Aber was an dem Algorithmus, was man so ausprobieren konnte, deutlich wurde, ist, je mehr man postete, je mehr Bilder man schickte, je mehr Kommentare
man sozusagen einspeiste, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass die eigene Message auch in diesem Newsfeed auftaucht. Und das finde ich durchaus auch bedenkenswert. Was treibt der Algorithmus? The power of the algorithm. Was passiert hier? Und da haben Sie sozusagen, während Sie auf der einen Seite die Soziologen, Soziologinnen haben, die sich fragen, auf was für eine Problemlage in der Gesellschaft antwortet Social Media Surveillance, haben Sie auf der anderen Seite, das sind dann meistens eher Technikforscher, Technikforscherinnen, die sich fragen, was ist sozusagen auch so eine immanente Logik der Technologie, was macht der Algorithmus? Und ich glaube, zwischen diesen beiden Polen muss man sich bewegen, um dieses Phänomen verstehen zu können. 5 Minuten habe ich noch, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Vielleicht noch 1 bzw. 1,5 Ansätze, die ich auch sehr spannend finde, und zwar das sind, den habe ich schon kurz erwähnt, Richard Grusin mit der Pre-Mediation und Jordan Crandall. Jordan Crandall ist Aktivist, Netzkünstler, aber auch Theoretiker, die davon ausgehen, dass es relativ, oder er geht davon aus, dass Überwachungstechnologie auch eine Form von Selbstmediation ist. Das heißt, das hat was mit Subjektivierungsprozessen zu tun. Er schreibt, Surveillance, Monitoring and Tracking Systems are not only technologies of control, they are media of self-reflection and self-awareness. Sozusagen, es fällt zunehmend schwer, eine Grenzziehung zwischen Beobachten und Überwachen, zwischen Kontrolle und Unterwerfung zu treffen. Sehen wird hier als eine Art zirkulärer Prozess vorgestellt, der sozusagen wichtig ist für Anerkennung und Subjektkonstitution. Und insofern passiert sozusagen in diesem permanenten Hin und Her genau das, was vielleicht in anderen Kontexten nicht mehr geleistet wird. Jetzt muss ich ein bisschen hopsen. So, the question becomes then not only who is looking at me, but also something like through what acts of seeing am I realized? What gaze, real or imagined, charges me, fills me, constitutes me? Und das versucht auch dieses verführerische Moment zu thematisieren, das sozusagen zu sagen, nein, das ist nicht nur Kontrolle und das ist nicht nur bedrohlich, sondern hier wird mir was offeriert. Und das ist vielleicht auch noch interessant, das ist, und daraufhin, oder andersrum, es ist auch, glaube ich, klar, dass Überwachung immer auch so eine Dimension von Achtsamkeit und Fürsorge hat. Somebody cares for me. Sorry, dass ich so viel Englisch quatsche, aber das liegt daran, dass wir den Großteil unserer Wissenschaft auch nur noch auf Englisch betreiben und deshalb flutscht das manchmal schnell so dahin. Aber wirklich dieses Gefühl von, ich werde wahrgenommen, da guckt jemand nach mir. Auch diese Dimension hat Überwachung auch. Und ich meine das jetzt, um das vielleicht nochmal klarzustellen, jetzt nicht in einem positiven Sinne, so schön, dass dann irgendwie auf die Menschen aufgepasst wird, sondern es geht mir immer um die subjektive Logik der Wahrnehmung, wenn ich sowas beschreibe. So. Vielleicht last but not least diese Idee der Prämediation, und das geht nochmal zurück auch auf gesellschaftliche Prozesse. Ich habe das ganz am Anfang gesagt, dass Überwachung und Big Data sozusagen eigentlich ein präventives Tool, ganz häufig zumindest, nicht immer, dass es um Vorausschau geht, um Optimierungsstrategien, Handlungsstrategien entwerfen zu können. Und das finde ich sehr interessant, wenn Sie sich viel mit Sicherheit beschäftigen und mit der Geschichte von Sicherheit. Sicherheit wurde nicht erst ein Topos nach September 11. Sie können seit, ich würde sagen, den 80er Jahren sehen, dass westliche Gesellschaften zunehmend mit ihrer eigenen Zukunft beschäftigt sind, diese Zukunft ganz oft als bedrohlich erscheint. Es gibt ein schönes Buch von einer Kollegin von mir, Eva Horn, die hat ein Buch geschrieben, Zukunft als Katastrophe, und ist das in Film und Literatur nachgegangen. Sie können sie, also
ganz schönes Bild, also reiches Buch. Und genau in so einer vielleicht auch gesellschaftlichen Stimmung der Ungewissheit, eines Gefühls, dass Zukunft eher problematisch ist, fügt sich natürlich auch so eine Prämediation. Also ich versuche, alle möglichen Gefahren, alle möglichen Risiken vorzuverhandeln, um sozusagen zu verhindern, dass sie wirklich zur Bedrohung werden, fügt sich in so ein Bild ganz gut ein. Dieses kulturelle Bedürfnis, also nicht im Sinne von Natur gegeben, sondern im Sinne von, das passt vielleicht auch zu so einer Grundstimmung in der Gesellschaft, dieses kulturelle Bedürfnis der Prämediation und der Antizipation, das sicherlich auch die Entwicklung und Nutzung von Networked und Social Media vorantreibt und sozusagen auch so ein Gefühl der ubiquitären Verbundenheit, der Mobilität und des Gefühls ermöglichen, im permanenten Fluss zu bleiben, ist, glaube ich, kein Zufall. Und was sicherlich auch wichtig ist, und das kann man auch wunderbar beobachten, dass in diesem Prozess die Medien selbst affektiv aufgeladen werden. Also wenn Sie überlegen, wie zärtlich Sie mit Ihrem Smartphone sind, da spiegelt sich, das müsste man noch mal genauer angucken, da habe ich noch keine fertigen Analysen, aber das erzählt eine Geschichte, das ist es wert, darüber nachzudenken, weil eben die Oberfläche polieren, in die Hosentasche stecken und. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Ich sehe das schon, ich soll jetzt hier zu meinem Schluss kommen und den Gefallen tue ich Ihnen hiermit auch. Da muss ich aber noch ein bisschen springen. Noch mal kurz, worum es geht, die Welt permanent antizipiert. Ups, da habe ich jetzt aber einen Fehler reingebaut, dann ist es hier. So, das ist mein Fazit und sozusagen auch eine Frage, die ich gleich mitstelle. Es geht darum, die politische, epistemologische, also die Wissensgrundlagen, die Beschaffenheit, die Materialität der Technologie, die ontologische, technoimaginäre und Alltagsdimension von dieser Techno-Security, von dieser Sicherheitsdimension zu analysieren und sichtbar zu machen, wie sie partizipative, lustvolle und spielerische Formen der Überwachung kapitalisiert, wie partizipative Überwachung unterstützend wirkt und alte Top-Down-Logiken, also von oben nach unten, Organisation versus Individuum, rekonfiguriert. Und eine der zentralen Fragen für mich ist dann, ob der Wunsch, niemals unbeobachtet und allein zu sein, nicht auch als Produkt dieser Technosicherheitskultur und ihrer Medien verstanden werden kann, die immer alles vorverhandeln will und sozusagen auch permanent latente Bedrohung suggeriert. Ich danke Ihnen. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, vor allen Dingen, dass Sie auch so viel weggelassen haben von den vielen spannenden Dingen, die Sie noch zu erzählen haben. Einfach, damit hier auch noch ein paar Fragen gestellt werden können. Wir haben jetzt noch mal 10 Minuten Zeit für Fragen, deswegen bitte ich wieder um Kürze und Prägnanz. Und ich sehe hier gleich Frau Mahnke die erste Frage. Da hinten sind auch dann noch 2, 3. Die nehmen wir als erste Fragenblock dann. Mhm, ja, Frage, Kommentar. Vielen Dank für die tolle Zusammenfassung, wie ich finde. Was mich so ein bisschen wundert an der Debatte und vielleicht, weil ich mich jetzt auch einfach lange damit beschäftigt habe, ich arbeite mit der Tana Bucher zusammen, also ist auch sogar eine Freundin von mir, würde ich fast sagen. Mich wundert, dass diese Studie sehr häufig zitiert wird, weil eigentlich die Beschreibung, also zum Beispiel, dass das jetzt Masseninhalte sozusagen nach oben treibt, ist, wo ich denke, also ich würde fast behaupten, das ist ja im Prinzip eigentlich jedem klar, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nur mir. Also das finde ich, manchmal wird so ein bisschen als neu verkauft. Darüber wundere ich mich. Und die zweite Sache ist dann eben die, das habe ich mir aufgeschrieben, was ist dann eigentlich unser normatives Leitbild hier? Das ist mir so ein bisschen unklar, wovon wir manchmal ausgehen. Also von welcher Gesellschaft gehen wir eigentlich aus? Wo ich würde sagen, ich bin eine Generation, mir ist klar, dass sozusagen Inhalte personalisiert werden. Wir haben da eben auch in der Pause drüber gesprochen. Und das hatte ich bei meinem Beitrag von gesagt, wir haben so ein anerzogenes Medienverhalten, dass wir alle das Gleiche lesen, dass wir eine Public Sphere haben und so weiter und so fort. Und da frage ich mich, oder das ist meine Frage jetzt, ob Sie vielleicht nochmal explizit machen würden, von was für einer normativen Gesellschaftsbild Sie da eigentlich ausgehen. Normative? Also was ist das normative Leitbild, was wir
was wir haben. Also was ist unser Ansatzpunkt? Manchmal habe ich das Gefühl, oder für mich persönlich, so hört sich es an, dass die Technologie wird irgendwie so verkauft als, das ist jetzt irgendwie, ja, was ganz anders ist. Also diese Massenphänomene, die waren ja im Prinzip auch vorher da. Also es ist mir so, manchmal sind mir die Ausgangspunkte einfach nicht ganz klar. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt richtig ausgedrückt habe. Das finden wir noch raus. Danke, Frau Mahnke. Dann noch zwei Wortmeldungen da hinten, genau. Bitte kurz wieder den Namen nennen und dann... Ja, Martin Ciesilski, vielen lieben Dank für den ganz tollen Vortrag. Ich möchte gerne eine Sache rausgreifen, die Sie erwähnt hatten, und zwar das Thema Angst. Und ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis auch, dass, glaube ich, viel in diesem Big-Data-Bereich oder im Social-Media-Bereich, warum wird es genutzt, die Angst vor dem Alleinsein oder abgehängt werden, gerade in der heutigen Zeit. Es wird mit sehr viel Angst, ob bewusst oder unbewusst, gearbeitet. Da werden Geschäftsmodelle drauf aufgesetzt. Und zum Thema der Veranstaltung, Verantwortung, glaube ich, ist es nochmal eine ganz wichtige Frage. Will man wirklich Wirtschaftswachstum darüber erreichen, dass man Geschäftsmodelle fördert oder einen Businessbereich, der mit den Ängsten der Menschen arbeitet, worauf es für mich im Ende hinausläuft? Und das vielleicht auch als Frage an Sie. Wie sehen Sie da sozusagen zukünftige Möglichkeiten mit umzugehen, da sensibler drauf zu reagieren? Und dann war da noch eine Wortmeldung. Das Mikro ist hinter Ihnen. Dankeschön. Joachim Linz aus Bonn hier. Sie haben eine sehr schöne Analyse über die bewussten, unbewussten Erwartungen durch die Nutzung dieser sozialen Medien hier. Glauben Sie, dass diese Gruppen, ja, die Sie da auch im Auge hatten, dass die auf alternative Medien umschwenken würden, wenn ihnen dort etwas versprochen wird wie, ja, die persönlichen Daten sind sicher, ja, sie werden nach unserem Gesetz hier behandelt, ja, und dergleichen, also Datenschutz als USP, wie das heute Morgen genannt wurde. Ob das für diese Gruppen, die Sie hier analysiert haben, von Interesse wäre oder gar wichtig wäre. Dankeschön. Danke für Ihre Fragen. Erster Block, Frau Weber. Okay, ich fange einfach mit dem letzten an, weil das vielleicht am einfachsten zu beantworten ist. Das würde das Problem sozusagen des Social Media Surveillance im Sinne von, dass man sich gegenseitig beobachtet, nicht unbedingt aufheben, wenn Ihre Daten sicher sind. Sondern mir ging es hier um ein kulturelles Phänomen, dass es sozusagen eben gerade nicht nur dieses Abgreifen top-down, sondern sozusagen auch bottom-up, sich gegenseitig zu beobachten, zu gucken, was passiert und dass daraus ja auch so ein, ich wollte jetzt schon, das geht, ist glaube ich zu weit, so ein Heimatgefühl, aber irgendwie in der Community zu Hause sein und hier, das hätten Sie genauso in einem Medium sozusagen, das den Datenschutz sichert. Angst vor dem Alleinsein, ich möchte es nicht darauf reduzieren, also das ist schon richtig, das war mein Punkt. Das glaube ich auch, dass das eine starke Kraft ist, aber diese anderen Sachen, dass bestimmte Sachen auch durch die Technologien evoziert wird, das ist auf die Schnelle immer ein bisschen schwer zu erklären, aber dass so eine Logik durchaus auch in Algorithmen implementiert wird, ist, glaube ich, wichtig dabei im Kopf zu behalten. Jetzt hätte ich mir natürlich vorher überlegen können, wenn ich in diesem Forum spreche, dass ich auch nach Handlungsanweisungen gefragt werde. Und das ist sozusagen im Rahmen einer solchen Analyse relativ schwierig. Ich kann jetzt aber, das wird Sie nicht zufriedenstellen, sagen, ich hoffe immer darauf, bei diesen Effekten, dass die Leute dessen auch müde werden. Wir sprechen ja von einem relativ, gut 10 Jahre, aber wir sprechen von einem relativ jungen Phänomen und vielleicht sind irgendwann mal die Verheißungen auch nicht mehr ganz so verführerisch. Das ist aber schwer abzuschätzen. Da sozusagen in einer solch kapitalistischen oder postkapitalistischen Gesellschaft sagen, da erfolgversprechend zu intervenieren, bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen ratlos, sage ich jetzt einfach mal so. Da habe ich jetzt noch keine, was ich so aus dem Ärmel schütteln könnte. Tainer Bucher, Sie sagen, das ist jedem klar, in meiner Alltagspraxis, ne? Also je mehr ich einspeise, desto besser. Ich mache gerade ein Seminar mit meinen Studierenden und ich bin immer wieder erschrocken, wie wenig die Leute sozusagen über die technische Logik wissen. Das ist jetzt nochmal ein bisschen anders, aber das fängt an mit, ich frage meine Studierenden,
Wissen Sie, was Cookies sind? Und ich rede gerade nicht von Keksen oder was auch immer. Und sie sind also dieses, was man vielleicht, und deshalb ist auch die Frage, wer ist wir? Also A, muss man einen gewissen Bildungsstand, und zwar einen sehr hohen, ansetzen, wenn es um digitale Kultur geht. Und über wen sprechen wir dann? Also wer ist dann überhaupt noch gemeint? Und es gibt natürlich auch das andere Moment, man sollte die Leute nicht unterschätzen, aber wie gesagt, also ich glaube, das Bild ist sehr heterogen. Und das, glaube ich, mit dieser normativen, mit dem normativen Leitbild und der Generation, das habe ich, glaube ich, immer noch nicht so ganz verstanden. Also ich denke sicherlich, mein Lieblingssatz ist immer, never being alone again, ist für meine Generation die grauenhafteste Vorstellung. Ich habe das jetzt ausgelassen, ne? Also wenn man über Überwachung spricht, tut man sich in meinem Kontext auch ganz schnell mit Panoptikon und Synoptikon und Ähnlichem auseinandersetzen. Für mich ist never being alone again eben eine grauenhafte Vorstellung. Für die nächste, also für die junge Generation, scheint es auch was sehr Charmantes, Verführerisches zu haben. Das war ja der Punkt. Insofern ist jetzt ist eher ein Versuch einer Beschreibung und der Versuch nochmal zu sagen, da ist was Attraktives drin, lasst uns nicht immer nur sagen, die Leute sind doof und sie sollen bitte endlich lernen, ihre E-Mails zu verschlüsseln. Wie gesagt, was man dann da normativ draus macht, das ist je nach Bildung, je nach also Bildungshintergrund, Klasse, Class, Race, Gender, was soll ich sagen, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob ich es damit beantwortet habe, aber... Wir haben da drei Fragen, die nehmen wir noch schnell mit rein, bitte ganz kurz, damit sie auch noch beantwortet werden können. Hallo, Robin Prosch, bis vor kurzem beim großen Speicherhersteller tätig, demnächst Startup für eine Plattform zum Bearbeiten von Zukunftssignalen in dem Kontext. Nur eine Anmerkung. Ich glaube, einen ganz wichtigen Aspekt, der Ihnen vielleicht noch nicht so ganz auf dem Radar ist, ist der Bereich der persönlichen Gewohnheitsmuster. Dafür gibt es auch Forschung, wie Gewohnheitsmuster entstehen. The Power of Habit ist da übrigens ein fantastisches Buch zu. Wenn man den Aspekt mit reinnimmt, dann ist es wesentlich einfacher nachzuvollziehen, warum Leute, ob mit hohem oder niedrigem kulturellen Niveau, ganz einfach durch das Einbauen von Gewohnheitsmuster, die Industrie haben will, in diese Köpfe, und bei Jugendlichen geht das ja einfach, die Effekte dann hat, dass man aus Gewohnheit die Medien weiter nutzt. Das hilft bei der Erklärung, warum Surveillance etwas ist, was angenehm ist, weil es eine Belohnung gibt. Der Trigger wird ja designed. Also die, ja, und so weiter. Vielleicht nochmal so. Dankeschön, ja. Und ja. Nächste? Ich bin ein bisschen sehr kurz jetzt, damit wir alle drei noch dran bekommen. Da waren noch zwei Meldungen, nochmal kurz aufzeigen. Die sind jetzt neu dazugekommen. Genau. Genau. Sie haben vorher die Normalisierungsfunktion von der Überwachung auch angesprochen. Und da kam mir der Gedanke, die Normalisierung schließt auch Minderheiten aus. Weil letztlich, wenn man ein Normalbild hat und Leute da nicht reinpassen, dann verschwinden sie irgendwann von diesem aus der öffentlichen Wahrnehmung. Und konstruieren wir nicht gerade eine Gesellschaft, in der jeder, der irgendwie in dieses Normalbild nicht reinpasst und sich dementsprechend vielleicht auch an diesen Normalisierungsmechanismen, an der Selbsterstellung und gegenseitigen Überwachung nicht beteiligen will, in der jeder ausgeschlossen wird oder sich vielleicht sogar verdächtig macht, weil er eben nicht in die Majorität reinpasst. Mhm, Dankeschön. Bin ich schon dran, ja? Ja. Gut, ganz schnell ein Punkt. Was treibt Algorithmen an? Eine Bitte für Sie vielleicht aus der Genomforschung. Wissen wir, dass jemand, wenn einer eine Diagnose diesbezüglich haben möchte, dass man die Algorithmen transparent mitgeben muss, um eine Überprüfbarkeit zu gewährleisten, wenn sie seriös sein soll. Fazit ist, da wir von Algorithmen umgeben sind, die sich nicht transparent zeigen lassen und keine Überprüfbarkeit gewährleisten, können wir grundsätzlich von Unseriosität sprechen. Zweiter Punkt zur Sicherheit, Gesellschaft, 80er Jahre, der Westproblematik. Da will ich ein Problem aufzeigen, das vielleicht auch hilft. Der Vollkaufmann, der kennt den Begriff der Amortisierung. Also wenn er sich was anschafft oder zulegt, denkt er in die Zukunft,
will es also verantworten, was er sich da aneignet, muss er es ja auch steuerlich rechtfertigen und so weiter. Fazit ist, unsere Gesellschaft wird derzeit mit Gerätschaften höchster Komplexität überfallen, ohne dass sie überhaupt über die Geschäftsfähigkeit eines Vollkaufmanns verfügen. Somit werden sie, ich sage jetzt mal, gerade ausgeräubert, überfallen, platt, ganz einfach. Und das sehen wir auch. Wir sehen die Jugendlichen, wie die sich verschulden und aus ihren Schulden nicht rauskommen. Sie sind schon eigentlich mit 18-Jährigen geschäftsfähig und werden schon abgefangen. Mhm, Dankeschön. Nehmen wir Sie einen Satz. Anderthalb. Genau. Viele Relativsätze. Gut, Rainer Rehag vom Pfiff, ich spreche jetzt nur in Abkürzung. Nee, Sie haben ja sich ein bisschen so auf die Überwachung von genuin digitalen Handlungen, wenn ich etwas bei Facebook mache oder so, bezogen. Vielleicht können Sie noch zwei, drei Sätze dazu sagen, wenn ich zum Beispiel über einen Platz laufe und Video überwacht werde, was ja auch alles digital ist. Meine Bankdaten, Steuerdaten werden digital übermittelt. Selbst wenn ich die Sachen selber analog anstoße und zum Bankschalter gehe. Also es gehört ja alles zur Überwachung dazu. Das liegt ja gar nicht in meiner Macht zu entscheiden, ob das digital gemacht wird oder nicht, ob Sie da vielleicht dazu was sagen können. Und die zweite Sache ist nur eine Anmerkung. Ich höre da immer zwischen den Zeilen so, wenn Leute auf Facebook ein paar Sachen veröffentlichen, heißt es ja, dass sie im Endeffekt auch zustimmen, alles andere zu veröffentlichen und alle anderen Menschen das dann auch wollen müssen. Also sozusagen so ein Schluss von Einzeldetails, so eine exhibitionistische Jugend oder was man da nennt. Es gibt ja auch die größere Mehrheit, die vielleicht viele, viele Grenzen hat. Oder zusammengefasst, die Frage ist, bloß weil die Grenzen jetzt anders gezogen werden, heißt es ja nicht, dass sie nicht mehr da sind. Dankeschön. So, große Herausforderung. Okay, ich versuche es. Ich fange von hinten wieder an. Über Videoüberwachung und Ähnliches habe ich nicht gesprochen, weil es mir da sozusagen um Bottom-up-Surveillance oder um Surveillance auch untergleichen und nicht nur Top-Down. Und bei Videoüberwachung kann man auch nochmal drüber nachdenken, weil es natürlich auch Empowerment-Praktiken im Sinne von ich habe mein Smartphone dabei, bin auf der Demo und wenn es Übergriffe durch die Polizei gibt, kann ich sozusagen fight back, diese Logik. Aber das hat mich jetzt erst im Sinne von Attraktivität, Verführung nicht interessiert. Das wäre, glaube ich, nochmal eine andere Frage, ob es da sozusagen auch Attraktivität gibt. Dann wird das Ganze noch komplizierter. Das habe ich jetzt einfach rausgelassen, sorry. Mit dem Grenzen anders ziehen, ja und nein. Also dann bin ich ja wieder bei dem selbstbestimmten Subjekt, das sich jetzt überlegt hat, dass es doch das lieber ganz anders macht als die ältere Generation. Also ich will das Argument jetzt nicht völlig kleinreden, aber es befriedigt mich nicht. Das ist sicherlich ein wichtiges Moment, deshalb habe ich vorhin gesagt, wenn ich never being alone again, stehen mir die Haare zu Berge. Das liegt vielleicht auch wirklich an meiner Generation und das mag bei der Jungen anders sein, aber ich glaube auch nicht an diesen neoliberalen Traum, dass wir uns freiwillig dazu entscheiden, um es abzukürzen. Das war, glaube ich, mehr ein Kommentar mit dem Open Code und der Unseriösität. Ich weiß nicht, warum das speziell in der Neurowissenschaft deutlich wird. Da kann ich Sie ja dann nochmal fragen, das fand ich interessant. Zur Normalisierung und dass die Normalisierung Minderheiten ausschließt, das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite ist der Ausschluss von Minderheiten also nicht damit ich das gut heiße, aber Ausschluss von Minderheiten ist eine alte Geschichte und nicht nur von Minderheiten, sondern von ganzen Bevölkerungsgruppen. Ich kann jetzt sagen, gucken Sie sich die Rolle der Frau in den letzten 200 Jahren in der Moderne an. Das ist auch ein Ausschluss und zwar nicht von der Minderheit, sondern von der Mehrheit, könnte ich polemisch sagen. Aber ich glaube, darauf zielte Ihre Frage nicht, sondern die Frage ist, ob die ausgeschlossen werden, die sich nicht beteiligen wollen. Weiß ich nicht. Das ist mir, glaube ich, zu einfach, weil die sich nicht beteiligen wollen, sind eigentlich oft die sozusagen in der Netzkultur die fittesten sind. Weil das erfordert ganz viel Wissen, sich nicht zu beteiligen. Da können Sie vielleicht jetzt an manchen Partys nicht teilnehmen, weil Sie über Facebook sozusagen die Info nicht mehr kriegen. Das würde ich jetzt aber eher im Vergleich zu anderen Problemen als ein marginaleres. Das ist jetzt aber meine Wertung. Da kann man sicherlich drüber diskutieren. Das andere, und das war ja, also vielen Dank für den Hinweis, jetzt gehe ich sozusagen gleich zu dem anderen über, so the power of habit, wo ja Strukturen gelegt werden, auch Muster, Sie haben davon gesprochen, gelegt werden,
die sozusagen unbewusst ablaufen, die sozusagen auch mit so einem, man könnte fast sagen, altes behavioristisches Modell der Belohnung sozusagen damit arbeiten, die wahnsinnig gut funktionieren. Das ist jetzt vielleicht nicht in dem Sinne ein Ausschluss, aber es ist natürlich auch eine äußerst zweifelhafte Praktik, die da sozusagen vollzogen wird, wo mir sozusagen, wenn es um Handlungsfähigkeit geht, sozusagen der Nerd, der ein Stück weit weiß, wie er in der Netzkultur, wenn auch mit Schwierigkeiten, navigieren kann, weil er bestimmte Dinge nicht benutzen will, der weitaus handlungsfähigere mir erscheint, als sozusagen der über Computer Games, Social Media Applications und Ähnliches sozusagen in diese Muster rein sozialisiert wird. Aber das muss man dann auch nochmal, da haben wir jetzt nicht die Zeit, vielleicht auch nochmal gründlicher und komplexer diskutieren. Aber da habe ich manchmal so das Gefühl, da muss jetzt die Netzkultur auch nicht so, oh, wir armen und wir werden ausgeschlossen. Das ist mir dann irgendwie auch zu sehr vielleicht auch narzisstisch oder so. Ja. Frau Professor Weber, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir können nachher sicherlich weiterreden, nämlich um 14.15 Uhr, da ist diese Veranstaltung zu Ende und die Veranstalter laden ein, die Gastgeber laden ein zu Kaffee und Kuchen. Das Gastgeber sind Bitkom und Heinrich Böll Stiftung. Hier geht es jetzt erstmal weiter mit dem Panel Sicherheit und Datenschutz in der vernetzten Welt, das Melanie Stilz moderiert. Und im Saal nebenan geht es im Panel 4 um faire IT und Green IT in Produktentwicklung und Produktion. Das moderiere ich. Mein Name ist Anka Vollmann. Und nach einem kurzen Technikwechsel geht es dann hier weiter mit Melanie Stilz und drüben mit mir und noch mit den Panel-Teilnehmern hauptsächlich. Das sind ja die wichtigen. Gastgeber dieser Konferenz habe ich gerade schon gesagt. Ich wollte noch mal auf den Stand draußen hinweisen. Deutschlandsicherheit im Netz, der wird auch noch bis 15 Uhr da sein, da können Sie sich noch Informationen holen. Und jetzt danke ich, wie gesagt, nochmal an dieser Stelle Ihnen, Frau Weber, ich danke Ihnen als Publikum und hier geht's gleich weiter. Wir haben einen kurzen technischen Wechsel von einer Minute und schönen Nachmittag noch.